Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und mir ist aufgefallen, dass in immer mehr Beauty-Produkten Tee mit enthalten ist. Grüner Tee, weißer Tee, schwarzer Tee. Man kann ihn also nicht nur trinken, um sich damit zum Beispiel aufzuwärmen, gerade wenn es so wie jetzt besonders kalt da draußen ist. Er tut der Haut auch einiges Gutes, denn er enthält zum Beispiel Antioxidantien und Vitamine. Und darum habe ich mir gedacht, mache ich einen Themenhaul zum Thema Tee und habe da ein paar Produkte gekauft. Sie stehen hier schon alle vor mir. Die möchte ich euch einmal vorstellen. Ein paar Produkte davon sind auch für euch und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wie kann ich dieses Video besser starten als wie mit einem Tee, den man trinken kann? Ich habe darum einmal diesen hier gekauft von der Marke Teekanne. Es ist ein weißer Tee mit Mango und Zitrone. Und ich persönlich habe ja noch nie einen weißen Tee getrunken. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie der schmecken wird. Was ich hier schön finde, auf der Rückseite steht geschrieben, was weißer Tee eigentlich überhaupt ist. Weißer Tee verdankt seinen Namen dem weißen Pflaumen, der die jungen Teeknospen umschließt. Der Legende nach galt weißer Tee bei den Kaisern von China als süßliebliche Zutat für ein Elixier zur Unsterblichkeit. Nun ja, es sei dahingestellt, ob dieser Tee unsterblich macht, aber vielleicht enthält er ja ein paar Anti-Aging-Wirkstoffe. Weißer Tee ist auch hier bei diesem Produkt enthalten. Hier handelt es sich um Raumduftstäbchen von der Marke Wax Lyrical England, einer englischen Marke, und es ist Fired Earth White Tea and Pomegranate. Also Granatapfelduft ist dann hier auch noch mit enthalten. Die Verpackung sieht schon mal ganz schön aus und die mache ich jetzt einmal auf. Raumduft ist für mich relativ wichtig. Ich kann bei einem schönen Raumduft einfach auch besser entspannen. Ich habe in fast jedem Zimmer irgendwie Raumdüfte stehen, sei es in Kerzenform oder eben als Duftstäbchen. Das ist jetzt einmal der Flakon zu diesem Raumduft und da sind hier solche Holzstäbchen mit dabei, die sind sehr dunkel, die steckt man sich dann oben rein und so ein bisschen rieche ich hier durch. Hier ist so eine kleine Folie oben drauf. Es riecht sehr holzig, erdig, frisch, aber auch, es ist ein ganz interessanter Duft und ich glaube ein wirklich entspannender Duft auch. Gefällt mir so vom ersten Schnüffeln schon mal echt gut. Ich bin gespannt, wie intensiv der sein wird und werde euch dann natürlich zu gegebener Zeit in einem Aufgebraucht-Video berichten. Ich liebe ja Leave-In-Pflege für die Haare und da habe ich einmal dieses Produkt hier entdeckt von John Masters Organics, ein Leave-In-Conditioning-Mist mit grünem Tee und Ringelblume. Ich fand, das klang ziemlich interessant und die Beschreibung von dem Produkt finde ich auch richtig gut und sehr passend für meine Haare, denn sie schreiben hier Leave-In-Sprühconditioner, der das Haar pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Antioxidantien aus grünem Tee und Ringelblume schützen vor Schäden durch freie Radikale, hilft bei Frizz, revitalisiert das Haar und verleiht natürlichen Glanz. Das ist einfach sehr vielversprechend und ich werde hier jetzt mal aufschrauben und dran riechen. Oh ja. Es riecht eher herbkräuterig und der grüne Tee kommt aber auch sehr gut durch. Ich bin gespannt, wie es mir in den Haaren gefallen wird vom Duft. Und noch gespannter bin ich natürlich drauf, wie es die Haare pflegen wird. Das wird ein interessantes Thema. Ich werde auch da natürlich zu gegebener Zeit berichten. Und das nächste Produkt ist eines meiner absoluten Favoriten aus der Drogerie, nämlich diese Handseife hier. Die heißt, oder es ist eine Handseife von Natural Basics und es ist eine Handseife mit weißem Tee und Verbena. Und die riecht einfach unheimlich gut. Es gibt noch eine andere Variante mit Lavendel, die mag ich auch gerne. Hier sind 500 Milliliter drin, die hält immer eine ganze Weile und die kann ich euch sehr ans Herz legen. Beim nächsten Produkt fand ich die Duftkombination einfach mega spannend, denn ich habe hier diese Tube von der Marke Greenland. Es ist eine Handcreme mit Drachenfrucht und weißem Tee.
Und das fand ich einfach von der Kombination wirklich mega interessant. Ich stelle es mir vom Duft her frisch, fruchtig vor. Ich werde es jetzt aber nicht aufmachen, denn das habe ich für euch gekauft. Diese Handcreme soll die Hände weich machen und mit Feuchtigkeit versorgen und ist wohl perfekt für unterwegs, da sie schnell einziehen soll. Auch Rituals hat eine Reihe, bei der Tee verwendet wird, nämlich The Ritual of Karma. Und es ist meine absolute Lieblingsreihe. Ich habe davon auch ein Body Mist und ich finde, es riecht unfassbar gut. Hier ist enthalten heiliger Lotus und Bio-weißer Tee. Und es riecht einfach sehr angenehm, leicht frisch, etwas pudrig. Ich mag den Duft total gerne. Es hat so eine cremige Komponente dabei und es ist mein perfekter Allrounder, der mich tatsächlich auch ein bisschen runterbringt. Das Duschgel hier hatte ich noch nicht. Ich mag die aber generell sehr gerne. Es kommt immer als relativ flüssiges Gel hier aus der Flasche raus und schäumt aber wahnsinnig auf, wenn es dann mit Wasser in Kontakt kommt und ist dadurch sehr ergiebig. Also ich freue mich drauf, das zu verwenden. Nach dem Duschen wollen wir uns natürlich vor neuem Schweiß schützen und somit habe ich auch ein Deo gekauft, nämlich dieses hier, was ich gerne ausprobieren möchte. Das ist von Dove und enthält keine Aluminiumsalze. Ich bin gespannt, wie es mich schützen wird. Ich denke, ich werde es eher zum Auffrischen zwischendurch verwenden. Was ich hier aber auch richtig cool fand, ist die Duftkombination. Hier ist nämlich nicht nur Tee enthalten, und zwar grüner Tee, sondern auch Gurkenduft. Ja, und ich mag Gurkenduft auch gerne und darum fand ich, ist es ein perfektes Produkt für mich. Ich werde hier jetzt mal was in den Deckel sprühen, um mal dran zu schnuppern. Oh ja, es ist mal was ganz anderes. Ich habe sonst immer überwiegend so Deos, die auch sehr süß riechen, aber das ist es gar nicht. Es riecht eher frisch. Jetzt später kommt wirklich die Gurke auch durch. Im ersten Moment ist es eher herb. Gefällt mir sehr gut. Ich freue mich drauf. Was soll ich sagen? Ich habe gleich drei verschiedene Körpercremes gekauft. Ich bin ein Junkie, was so Körperpflege betrifft. Aber ich konnte mich jetzt für diesen Haul nicht auf ein Produkt festlegen und habe einfach alle drei gekauft. Das eine hier ist von der Marke Elizabeth Arden. Da habe ich ja auch schon mal eine Körpercreme mit Honig aufgebraucht, die mir echt gut gefallen hat. Und Elizabeth Arden ist für ihre White Tea-Reihe bekannt, sowohl in den Düften, in den Parfums, als auch in ihrer Körperpflege zum Beispiel. Und hier haben wir jetzt eine Body Cream mit weißem Tee und Vanille und Orchidee. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das riechen wird. Da werde ich jetzt hier einfach mal den Deckel auch abmachen. Jetzt haben wir hier noch so einen Schutz mit drauf, so eine Kappe. Die lässt sich aber leicht runternehmen. Und dann haben wir hier eine ganz weiße Creme. Oh, die riecht jetzt eher süß, aber sehr angenehm, also nicht irgendwie aufdringlich oder so. Ich nehme hier mal ein kleines bisschen von dieser Kappe ab und werde mir das hier mal auftragen. Sie fühlt sich relativ leicht an, so als Creme. Und riecht wirklich sehr angenehm. Jetzt kommt auch der weiße Tee mit durch. Eine interessante, spannende und schöne Duftkombination ist das. Also da freue ich mich auch schon drauf, die zu verwenden. Ihr wisst es, The Body Shop ist eine meiner Lieblingsmarken, was Körperpflege betrifft, denn deren Body Butters sind für mich einfach unschlagbar und dann haben die einfach noch so ungeheimlich tolle Duftkombinationen. Hier habe ich jetzt einmal diese gekauft. Das ist die Fuji Green Tea Körperbutter und die enthält 196 Gramm. Ich finde die Konsistenz der Body Butters von The Body Shop einfach einmalig und richtig gut. Sie lassen sich super einfach verteilen, ziehen richtig schön ein und die Düfte sind wie gesagt auch ganz besonders. Hier haben wir einmal die Körperbutter und oh, der Duft. Der ist was ganz Besonderes irgendwie. Frisch fruchtig, würde ich fast sagen. Total lecker. Hebe ich mir für den Sommer auf. Ich glaube, das ist was richtig Schönes, Erfrischendes. Gefällt mir sehr gut. Ich habe dann noch eine weitere Körperpflege gekauft, die passend zu dem Duschgel ist, nämlich von Rituals, auch aus der Reihe The Ritual of Karma. Es ist die Body Cream, die auch heiligen Lotus und weißen Tee enthält. Und die beiden Produkte wollte ich dann in Kombination austesten.
Eine koreanische Marke darf bei diesem Haul natürlich auch nicht fehlen, denn Tee hat seinen Ursprung nun mal im asiatischen Raum und ich habe hier ein Produkt von It's Skin gefunden, was mich sehr angesprochen hat. Hier haben wir ein beruhigendes Reinigungsöl und ich finde hier die Flasche ganz süß. Da ist so eine schöne Blüte abgebildet und ich verwende ja aktuell gar keine Reinigungsmilch mehr. Die habe ich früher immer verwendet. Mittlerweile verwende ich nur noch Reinigungsbalsame oder Reinigungsöle und ich fand das hier aber so schön und es ist auch so sicher hier noch verpackt in dieser verschweißten Dings, dass da beim Transport einfach auch nichts passieren könnte. Darum habe ich mir überlegt, euch das einmal mit in die Verlosung zu packen. Auch bei Matcha handelt es sich um Tee. Das ist einfach gemahlener Tee. Und diesen gemahlenen Tee kann man vielfältig einsetzen, zum Beispiel auch in den Teig eines Kuchens geben. Und das finde ich total spannend. Ich habe jetzt hier ein Produkt gefunden, das nennt sich Matcha Latte Set. Das ist einmal dieses hier und ich glaube, sie haben es einfach aufgrund der Farbe so benannt. Das ist von der Marke Glove. Da habe ich schon Abschminkpads zum Beispiel auch da. Da habe ich auch so einen Haarturban, wo ich mir die Haare einwickeln kann, wenn ich sie gewaschen habe, was ich übrigens auch sehr gut finde. Und hier dieses Set hat mich einfach sehr angesprochen, weil hier drei Bestandteile enthalten sind, die ich euch jetzt aus der Nähe zeigen werde. Wir haben hier zum einen dieses Säckchen, da kann man die Pads drin sammeln, die waschbaren, gibt es dann in die Waschmaschine und dann sind sie da einfach besser aufgehoben beim Waschgang. Und in diesem Säckchen sind jetzt noch die anderen Produkte enthalten, nämlich natürlich die Reinigungspads. Und die sind jetzt hier auch nochmal in so einem Säckchen. Auch das könnte man so in die Waschmaschine geben. Es fühlt sich etwas weicher an als wie das hier. Mal schauen. Ich glaube, das hier ist sogar noch perfekter für die Waschmaschine, weil man es hier noch besser verschließen kann. Finde ich sehr praktisch und gut. Und hier haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Reinigungspads drin. Die zeige ich euch auch einmal aus der Nähe. Das sind sie. Die sehen einfach sehr schön von der Farbe aus. Und die haben zwei verschiedene Seiten. Die eine hier ist etwas kürzer von den Fasern und die andere etwas flauschiger. So kann man einfach individuell schauen, für welche Bereiche des Gesichtes zum Beispiel man welche Seite nimmt oder für welches Produkt dann zum Beispiel. Die fühlen sich in jedem Fall richtig gut an. Und was ich auch schön finde, ist, dass hier am Rand keine Naht zu spüren ist. Das kann sonst manchmal recht wehtun. Was ich noch besonders schön finde, ist dieser Kabuki-Brush hier in diesem Set. Ich bin mir noch nicht sicher, für was ich den verwenden würde, aber wir schauen uns den auch mal aus der Nähe an. Der sieht total hübsch aus. Ich mag dieses Design total gerne. Diese weißen Pinselhaare mit diesem ja, matcha-farbenen Griff, der so metallisch ist. Er liegt auch sehr gut in der Hand, hat ein schönes Gewicht und diese Pinselhaare sind mega weich. Ich könnte mir verschiedene Sachen damit vorstellen. Ich könnte mir sowohl vorstellen, mich damit zu schminken, zum Beispiel Puder aufzutragen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, Reinigungsschaum oder sowas damit auf die Haut zu verteilen, einzumassieren, was auch immer. Wenn ihr eine Idee habt, was ihr damit machen würdet, schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren. Toner und Gesichtswasser gehören ja mit zu meiner Leidenschaft. Ich habe sie einfach lieben gelernt und verwende sie sowohl in meiner Morgen- als auch in meiner Abendroutine. Es gibt Toner, die haben Säuren enthalten, die soll man dann vorrangig abends verwenden. Es gibt Toner ohne Säuren, aber auch die haben alle ganz unterschiedliche Eigenschaften und Vorteile. So gibt es einige mit ja, feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen und andere zum Beispiel mit Anti-Aging-Wirkstoffen. Und zu der letzten Variante gehört auch dieser hier. Der ist von der Marke Origins, einer sehr hochpreisigen Marke. A Perfect World steht hier mit drauf und es ist eine Lotion, ein Gesichtswasser mit weißem Tee. Ich bin sehr gespannt drauf, erhoffe mir davon sehr viel, weil es eben auch recht teuer ist. Er enthält in jedem Fall keinen Alkohol, ist auch ölfrei. Wir werden sehen, ob der was zaubern kann. Und nach dem Gesichtswasser können wir auch mit der Pflege starten. Und somit geht es jetzt hier mit diesen Gesichtsmasken weiter. Die sind wieder von einer koreanischen Marke, nämlich Holika Holika. Und hier habe ich die Pure Essence Mask Sheet Green Tea. Also hier ist dann grüner Tee enthalten. Und
Diese Masken sollen Feuchtigkeit spenden und außerdem auch die Haut glätten. Mal schauen, ob die das so schaffen. Eine ist für euch, eine für mich und dann testen wir das gemeinsam aus. Auch für die Augenpartie gibt es Masken, die Tee enthalten und das sogar von einer meiner Lieblingsmarken, was Augenmasken betrifft, nämlich von Garnier Skin Active. Die Variante hier habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt oder es ist eine ganze Weile her. Ich habe sonst immer die, die man speziell unters Auge gibt, aber diese Masken hier, die soll man sich speziell hier so an der Seite auflegen, weil sie eben speziell gegen die Krähenfüßchen hier, gegen die Fältchen wirken sollen. Sie sollen glätten und Feuchtigkeit spenden, haben außerdem einen kühlenden Effekt. Und auch hier habe ich wieder zwei gekauft, eine für euch und eine für mich. Von Averde habe ich noch ein Produkt gefunden, was ich sehr interessant fand, besonders jetzt zur aktuellen Zeit. Denn durch das ständige Maske tragen und ich arbeite nun mal auch im Gesundheitswesen, das heißt, wenn ich da meine Stunden arbeite, habe ich auch permanent eine Maske auf. Dadurch haben sich hier vermehrt Unreinheiten gebildet. Und darum bin ich sehr neugierig auf dieses Produkt hier von Alverde Naturkosmetik. Ein Clear Anti-Pickel SOS Serum ist das mit Heilerde und bio-grünem Tee. Diese Marke findet man unter anderem bei Rossmann und das war auch gar nicht so teuer. Ich muss jetzt mal kurz spicken. 2,95 €. Ich bin gespannt, was es kann, ob es was bringt. Das ist einmal die Tube dazu. Und sie schreiben hier, dass Heilerde schon seit der Antike überall auf der Welt für positive Wirkung bei unreiner Haut bekannt ist. Bei exklusiv für Alverde in Hessen abgebauter Heilerde handelt es sich um ein naturreines Lös, bestehend aus verschiedenen Mineralien und Spurenelementen. Die Rezeptur mit naturreiner Heilerde, wertvollen natürlichen Aktivstoffen und grünem Teeextrakt hat eine antibakterielle Wirkung, durch die Pickel effektiv reduziert werden. Sie wirkt adstringierend, porenverfeinernd und beruhigend auf die Haut. Der Zinkkomplex wirkt talgregulierend und feuchtigkeitsbindend. Pflanzliche Bioöle und feuchtigkeitsspendendes Glycerin unterstützen die natürliche Schutzfunktion ihrer Haut. Ich bin wirklich gespannt drauf, ob das was bringt. Ich hoffe es und wünsche es mir sehr. Und ich werde es euch dann auch irgendwann mal mit berichten, vielleicht sogar mal ein Zwischenfeedback geben, weil ich so die Ahnung habe, beziehungsweise mir auch zugetragen wurde, dass derzeit viele dieses Problem haben, dass allein durch dieses Mundschutzmaske tragen, da eben vermehrt Unreinheiten entstehen. Das nächste Produkt habe ich einmal für euch gekauft und da habe ich hier eine schöne Tagespflege gefunden von der Marke Bio Vegan Skin Food. Es ist eine Bio-Grüntee 24-Stunden-Pflege für empfindliche Haut speziell. Die enthält 50 Gramm und ich hole hier den Tiegel auch einmal aus der Verpackung raus. Ich werde ihn aber darum nicht aufmachen, weil ich ihn ja nicht behalten möchte. Hier ist noch ein Beipackzettel drin, den packe ich gleich zurück. Und dann haben wir hier einmal den Tiegel. Das sieht eigentlich total hübsch aus mit den Blättern, oder? Wir schauen mal, was sie so können soll. In jedem Fall finde ich gut, dass sie für empfindliche Haut geeignet ist und das Produkt ist vegan. Die entspannende Pflege mit der Wirkstoffkomposition aus erlesenem Superfood-Extrakt Bio-Grüntee, Süßholzwurzelextrakt und Bio-Ginkgo besänftigt die sensible Haut auf wohltuende Weise. Sie stärkt ihre natürliche Schutzfunktion und schützt vor Umwelteinflüssen. Leichte Rötungen werden gemildert, schuppige Stellen gepflegt und geglättet für einen gesunden, strahlenden Ton. Klingt doch ziemlich gut und würde auch auf meine Haut jetzt im Winter passen. Da ist sie doch auch etwas empfindlicher durch die Kälte immer draußen. Ich merke das anhand von verstärkt auftretenden Rötungen, speziell hier im Wangenbereich. Ich finde, das klingt einfach sehr gut, was Sie hier so beschreiben und darum gebe ich das gerne in die Verlosung. Das nächste Produkt fand ich auch richtig spannend, denn wir haben hier schon das erste Produkt aus dem Bereich der dekorativen Kosmetik und da habe ich doch auch so einiges gefunden, was irgendwie auch mit Tee oder Teeextrakten ist. Das hier ist jetzt eines von der Marke NYX Bio Organic, eine White Tea Multi-Perfecting Tinted Cream, also eine getönte Pflege, die die Haut perfektionieren soll. Sie ist vegan, bio, enthält natürliche Inhaltsstoffe. Die Verpackung ist
ziemlich nachhaltig gestaltet und auch das Produkt selbst, also die Flasche hier soll recycelbar sein. Ich habe hier die Variante Claire für alle hellen Hauttypen. Ich meine, es gibt noch zwei andere Farbnuancen. Ich werde es hier gleich mal austesten, denke ich. 50 Milliliter sind hier enthalten und die Extrakte aus dem weißen Tee vereinheitlichen das Hautbild, also wirken gegen Rötungen und sorgen für Leuchtkraft. Mineralische Pigmente perfektionieren das Hautbild sofort und sorgen für ein natürliches Finish. Ich finde es schön, dass das Produkt hier einen Pumpspender hat. Ich denke, ich werde das auch mal mit in ein Schminkvideo nehmen. Mal gucken. Und jetzt werde ich hier einfach mal was auf meinen Handrücken geben. Es dauert immer etwas, wenn man ein neues Produkt aufmacht. Ja, es sieht vom Farbton eigentlich gut aus. Es ist eine recht feste Creme. Ja, der Geruch ist schon sehr an Naturkosmetik erinnernd, aber nicht so extrem. Es geht. Und ich meine, ich rieche hier auch den Tee heraus. Es lässt sich ganz gut verteilen und ich finde, vom Farbton her könnte das echt gut für mich passen. Also wenn ich jetzt meine beiden Hände so miteinander vergleiche, hier habe ich diese getönte Creme aufgetragen, dann hat es definitiv das Hautbild perfektioniert. Es kommen weniger Rötungen durch, ne? Also hier sieht man die ganzen Äderchen teilweise. Die sind komplett kaschiert. Es hat ein schönes, ja, leicht dewy Finish. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es extrem glänzt, aber es sieht auch nicht matt aus oder so. Das Ergebnis finde ich sehr schön und natürlich und gesund, so vom Glanz her. Es ist jetzt kein speckiger Glanz oder so. Also das gefällt mir. Der Geruch geht. Doch, es geht. Da habe ich immer so Angst, dass es zu sehr nach Naturkosmetik riecht. Es fühlt sich irgendwie auch etwas geglättet an. Ja, sehr spannend. Und ich finde, die Poren sind etwas minimiert. Es kriegt nichts in die Fältchen. Also ich finde das vom ersten Eindruck schon mal richtig gut. Und wir werden es in ein Video mitnehmen und dann schauen wir uns das nochmal im Gesicht an. Es gibt sogar eine Marke, die hat sich den Namen T mit in den Markennamen geschrieben. Und da spreche ich von der Marke Teaology. Die haben wirklich in sämtlichen Produkten, die sie im Sortiment haben, Tee mit enthalten. Und hier bei diesem perfektionierenden Puder ist weißer Tee enthalten. Außerdem auch Hyaluronsäure und multireflektierende Pigmente. Hier haben wir einmal den Tiegel. Der sieht ziemlich hochwertig aus. Hier ist so ein kleiner, ja, Buffer drin und ein Spiegel im Deckel. Und dann haben wir hier noch eine Schutzfolie drauf. Und ich klopfe jetzt einfach mal hier ein bisschen, um etwas Puder aufzunehmen. Es sieht so erstmal recht weiß aus. Fühlt sich ganz fein an. Ich bin gespannt, wie es nachher auf dem Gesicht ist. Es macht in jedem Fall ein, ja, seidiges Gefühl, ein seidiges Finish. Gefällt mir auch vom ersten Eindruck. Und ich habe gerade beim Öffnen gesehen, dass hier noch eine deutsche Beschreibung drauf ist. Hier schreiben sie ein transparenter, seidiger und hauchzarter Puder, welcher das Porenbild verbessert, Unregelmäßigkeiten minimiert und den Ton verschönert. Der Universalfarbton eignet sich für alle Hauttypen. Anwendung mit leichtem Druck auf das Gesicht auftragen, nach dem Eincremen oder nach dem Auftragen der Grundierung verwenden. Ja, mal schauen. Ich werde es dann auch in Kombination mit dem NYX-Produkt verwenden. Und dann habe ich sogar noch eine Lidschattenpalette gefunden, die zu diesem Thema hervorragend passt. Das ist sie einmal und sie ist von der Marke The Balm. Und hier steht groß als Frage drauf, What's the tea? Es geht also so ein bisschen um Klatsch. Die Farben der Palette haben mich sehr angesprochen und ich denke, da werde ich euch auch etwas swatchen von. Wir schauen uns die mal genauer an und dazu nehme ich jetzt hier erstmal die Schutzhülle ab. Hier schaut die Palette identisch aus. Es ist eine Papppalette, relativ groß, aber schmal. Hat einen sehr großen Spiegel im Deckel und dann sind da so, ja, Eisteegläser abgebildet. Und die Farben sind einfach sehr schön. Wir haben da ein paar matte, ein paar schimmernde. Ich sehe ein richtig schönes Petrol, aber auch so ein paar Rosetöne. Das ist so genau meine Welt. Und darum hat es mich sehr gefreut, dass ich dies gefunden habe.
Den Spiegel kann man sogar komplett umklappen, was ich sehr schön finde, weil dann stört mich einfach nichts, wenn ich mich schminke. Ich verwende meinen großen Wandspiegel, wenn ich mich schminke. Ich finde die Spiegel allerdings sehr praktisch, wenn ich für euch ein Schminkvideo drehe, denn dann nutze ich die sehr gerne. Die haben hier so einen ganz hellen Ton drin, der einen ja, rosa Shift mit drin hat. Den werde ich euch, glaube ich, einmal swatchen. Okay, sie sind relativ pudrig. Man muss da recht vorsichtig reingehen ins Fändchen. Dann nehmen wir mal The Buzz. Das ist dieser Petrolton hier daneben, der auch einen Schimmer hat. Außerdem möchte ich euch gerne swatchen hier diesen Rosé-Ton. Der hat so goldenen Schimmer mit drin. Und dann vielleicht noch. Wir nehmen mal hier den noch dazu. Ich glaube, der passt nämlich auch sehr gut zu den Petrolfarbenen. Was hier auch die Besonderheit ist bei dieser Palette, man hat hier zwei verschiedene Basstöne mit dabei. Und je nachdem, auf welche Base man sich so einen Ton aufgibt, verändert das den Effekt. Und ich glaube, ich möchte euch das mal mit diesem Schwarz hier vielleicht zeigen. Ich gehe hier mal mit dem Daumen in das Schwarz rein und dann gucken wir uns das gleich mal an. Ich zeige euch erstmal die Farben ohne Base geswatcht und fange mit diesem ganz hellen an, der so einen Rosé-Shift drin hat. Und der wirkt wirklich wie ein Highlighter, oder? Dann haben wir als nächstes diesen Petrolfarbenen, auch sehr schön. Der wirkt auch fast wie ein Highlighter, dieser rosafarbene mit dem Goldstich. Und zu guter Letzt einmal diesen ja, braun-rotbraun Ton. Sehr interessant. Und jetzt möchte ich gerne mal diesen roséfarbenen auf der schwarzen Base austesten. Und jetzt trage ich hier mal diese schwarze Base auf. Die mal noch ein bisschen intensivieren. Und gehe nochmal in diesen Rosé rein mit den goldenen Pigmenten. Oh ja, das macht einen ganz anderen Effekt. Also hier ist der jetzt mit der Base und hier, das war der ohne die schwarze Base. Sieht ganz anders aus. Ich mache nochmal den einfach daneben, damit man einen direkten Vergleich hat. Da haben wir ihn nochmal ohne Base. Sehr interessant. Ich freue mich darauf, damit zu spielen, je nach Base dann auch die verschiedenen Effekte zu entdecken. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin mit dem Dreh, werde ich mich erstmal eine Runde hinsetzen und swatchen. Auch bei Lippenprodukten habe ich etwas mit T gefunden, allerdings betrifft es dort die Farbbezeichnung. Ich habe hier diese Cream Lipsticks von NYX und die haben den Farbton Tea and Cookies, ja, Tea and Cookies war's und das fand ich irgendwie süß und die Farbe gefällt mir auch. Und Kekse gehören ja irgendwie zu Tee mit dazu, zumindest wenn es nach den Engländern geht. Der hier, der noch verschweißt ist, der ist einmal für euch und den anderen, den swatche ich euch jetzt auch einmal. Ich bin gespannt, ich habe ihn bis jetzt noch nicht geswatcht. Hat kaum einen Geruch. Oh, das ist aber schon ein sehr leuchtender Ton, muss ich gestehen. Ich bin gespannt, ob mir der steht, wie der auf meinen Lippen ausschaut. In jedem Fall ist es ein sehr einfacher und satter Auftrag. Er ist überhaupt nicht fleckig dabei. Und ja, der Applikator ist, glaube ich, ziemlich präzise. Er ist nicht so mega groß und schön schmal. Ich glaube, damit kann man das wirklich präzise auftragen. Mal schauen. Also ich werde den auch mit einem Video auftragen und dann dürfen wir gemeinsam entscheiden, ob mir die Farbe steht oder nicht. Nicht Tea and Cookies, sondern Tea and Crumpets ist die Farbbezeichnung von diesem Schätzchen hier. Ein Nagellack von der Marke Essie. Und es ist so eine richtig schöne Nude-Farbe mit einem metallischen Finish. Und ich finde die Farbe so schön, dass ich den auch gleich zweimal gekauft habe und somit einen in die Verlosung packe. Und der hat echt so einen richtig schönen Glanz. Der gefällt mir von der Farbe sehr gut. Das ist so ein Mix aus einem hellen Braun mit Rosé-Tönen. Sehr, sehr schön. Ich könnte mir den auch auf meinen Fingernägeln vorstellen, wenn ich da nicht Gegennägel hätte. Aber ich kann mir den auch super für meine Fußnägel vorstellen, eben auch wegen diesem metallischen Finish. Gefällt mir sehr gut und wie gesagt, einer ist für euch.
Auch ein Gesichtsspray habe ich gefunden, was man durchaus verwenden kann, um sein Make-up zu fixieren. Und dieses enthält auch grünen Tee. Dieses hier ist von der Marke Teology, wo wir auch vorhin das Puder hatten. Und ich wollte unbedingt dieses hier haben, einfach damit ich es auch in Kombination mit dem Puder von dieser Marke ausprobieren kann. Grüner Tee ist hier, wie gesagt, enthalten und es heißt atomisierter grüner Tee. Sie beschreiben hier, dass es antioxidant wirkt und vor Umwelteinflüssen schützt. Eine Wolke aus antioxidativen Katechinen, Vitaminen und Mineralien. Die leichte Textur zieht sofort ein, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und verbessert die Aufnahme der aktiven Inhaltsstoffe. Hier steht dann noch die Anwendung beschrieben, dass man es zu jeder Tageszeit aufsprühen kann und es einem sofort das Gefühl von Frische gibt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Man soll es gut schütteln und 20 cm Abstand halten. Ich schüttle es jetzt mal und dann nehme ich meine Brille ab und dann sprühen wir mal. Ich werde jetzt erstmal hier in den Raum sprühen. Oh, okay, es brauchte erst einen Klack und es sieht relativ fein aus. Und riecht eher in die herbe Richtung. Es ist wirklich ganz fein vom Sprühnebel. Nicht so fein wie das Face Mist von Glow Recipe, aber dennoch sehr fein und man kann durchsprühen. Also man muss nicht die ganze Zeit hier drücken. Man kann einmal drücken und dann durchsprühen, was mir sehr gefällt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwelche großen nassen Tropfen im Gesicht zu haben. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich werde jetzt mal meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Und ja, es sieht erfrischt aus, oder? Also der erste Eindruck ist gut. Doch, gefällt mir. Vom Geruch her auch mal was anderes. Sehr schön. Ein weiteres Produkt von Rituals habe ich gekauft, nämlich mein liebstes Körperspray. Es ist das The Ritual of Karma. Be kind to hair and body mist. Ich finde diese Beschreibungen ja immer total schön. Diese Verpackung fühlt sich so ein bisschen samtig an und die Flasche hat einfach die gleiche Farbe wie diese Umverpackung und wie schon jetzt mehrfach in diesem Video gesagt, ich liebe diese Reihe, die nach diesem Lotus und weißen Tee riecht. Und ich habe dieses Body Mist auch schon einmal bei mir da und auch schon einmal im Backup, weil am Black Friday gekauft. Darum ist dieses hier einmal für euch. Ein Parfüm habe ich mir aber auch gekauft, nämlich von Elizabeth Arden eines und zwar dieses hier. Da hatten wir vorhin auch eine Körpercreme. Hier haben wir die White Tea Mandarin Blossom, ein Eau de Toilette mit 30 Millilitern. Und das ist hier noch eingeschweißt. Ich hole das einmal raus. Ich habe bei einer der Bestellungen zufällig noch diese Parfümprobe zu genau diesem Parfüm mitbekommen. Und die werde ich euch einfach mit zur Verlosung dazu packen, damit ihr das dann auch erschnuffeln könnt. Und jetzt schauen wir uns hier mal den Flakon an. Die Verpackung allein sieht in jedem Fall schon mal sehr schön aus mit diesen Blüten, die da so auch ein bisschen spiegeln. Sehr schön gemacht. Und der Karton hier hat auch so eine geriffelte, fühlbare Optik, was mir auch gut gefällt. Hier steht ein exquisiter Duft, inspiriert von weißem Tee, sanft und pur, mit einem prickelnden, lebendigen Touch der Mandarinenblüte. Die genaue Duftkomposition werde ich euch einblenden, also was die Kopf-, Herz- und Basisnote betrifft. Und hier haben wir jetzt einmal den Flakon und der sieht auch sehr schön aus mit diesem Ombre-Effekt. Es ist quasi hier unten transparent und geht dann nach oben ins Weiße über. So ein eckiges Design, auch sehr schön. Und nehme ich hier mal den Deckel ab. Geht recht schwer. Und ich sprühe das jetzt ganz mutig einfach hier auf meinen Arm. Erster Eindruck, blumig. Also ich glaube, im ersten Moment riecht man wirklich diese Mandarinenblüte. Und das ist so ein ganz leichter, femininer, ich trage dich gerne am Tag Duft mit einer frischen Komponente dabei. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Oh ja, toller Duft, ich freue mich drüber und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ihr seht hier hinter mir alle Produkte, die jetzt einer von euch gewinnen kann. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet,
dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Tee. Ihr dürft mir auch gerne zusätzlich noch verraten, welche Teesorte eure liebste ist. Und dann tauschen wir uns da gerne noch in den Kommentaren auch aus. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein paar Inspirationen mitnehmen können. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.